Wir haben heute in Herford die erste Tarifverhandlung für die Holz- und Kunststoffverarbeitende Industrie geführt. Die IG Metall hat eine Forderung von 5% Einkommenserhöhung und 60 Euro für die Auszubildenden. Die haben wir ja heute begründet. Die Arbeitgeber haben leider kein erstes Angebot gemacht. Man kennt das ja mittlerweile. Herr Heumann hat 2010 in der Runde gesagt, also die 5,8%, die wir da gefordert haben, das wäre eine Unverschämtheit und das ginge gar nicht. Heute hat er gesagt, also damals der Abschluss wäre ja ganz okay gewesen, betonte aber heute wieder 5%, das wäre ja wieder eine unglaubliche Forderung und das ginge gar nicht und sie würden auch kein Angebot machen. Die Arbeitgeber versuchen, die konjunkturelle Situation in der Branche schlecht zu reden und zu sagen, sie könnten das nicht finanzieren. Aber man muss eins sehen, die Branche wächst in diesem Jahr, sie wächst um 2%, das ist doppelt so viel wie die Gesamtwirtschaft und Plus bleibt Plus und dieses Plus sollte sich auch in den Portemonnaies der Beschäftigten ausdrücken. Wir haben auch bei uns im Betrieb ein Riesenproblem. An jungen Mitarbeitern nach der Ausbildung gehen die alle weg und wir versuchen eben jetzt in Zukunft auch gute Leute für unsere Betriebe zu finden, die dort eine Ausbildung machen wollen und dazu gehört auch, dass sie dementsprechend gut entlohnt werden und ich denke, dass diese Forderung auch gerechtfertigt ist. In der Zukunft wird es so sein, dass aufgrund des demografischen Wandels es schon eine Entscheidungsgrundlage ist für junge Menschen, wenn sie sich für einen Beruf entscheiden und eine Branche entscheiden, wie hoch ist eigentlich die Ausbildungsvergütung, die da gezahlt wird. In der Metall- und Elektroindustrie bekommen Auszubildende rund 100 Euro mehr im Monat und wir wollen diese Schere ein Stück weit schließen. Die Tarifverhandlungen werden am 30. Januar fortgesetzt in zweiter Runde. Die Arbeitgeber müssen spüren, dass es den Beschäftigten ernst ist mit dieser Forderung. Und deshalb wird die IG Metall eine bundesweite Kundgebung veranstalten am Rande der Internationalen Möbelmesse in Köln am 18. Januar 2013. Und ich rufe jetzt schon die Beschäftigten dazu auf, möglichst zahlreich daran teilzunehmen, damit die Arbeitgeber merken, dass es uns ernst ist mit dieser Forderung.